Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Gardens Between. Wir sind hier gerade in der Wohnzimmerwelt im zweiten Level, wo wir ja in der letzten Folge schon ganz kurz reingeguckt hatten, wo man gesehen hat, wo der Fernseher stand und der Famicom, die Urversion vom NES, also die japanische Version vom Nintendo Entertainment System. Was, ich kann es nur nochmal sagen, wahnsinnig cooles Easter Egg. Ich habe die Folge hier übrigens gerade eben schon mal aufgenommen, aber ich habe dermaßen hart rumgefailt, dass ich mir gesagt habe, das kannst du eigentlich niemandem antun. Also das war wie, kennt ihr das, wenn ihr so, ihr denkt, ihr könnt Mathe und dann geht ihr in die Mathearbeit und ihr vergesst, wie Addition und Subtraktion funktionieren. So ungefähr war das. So, mit dem Stecker haben wir jetzt den Fernseher angemacht. Und wenn ihr am Anfang aufgepasst habt, der Junge, der drückt hier nämlich auf den Knopf. Und den müssen wir jetzt gedrückt halten. Da habe ich nämlich beim ersten Mal schon verkackt. Wir müssen den gedrückt halten. Es reicht nicht, kurz auf den Knopf zu drücken. Wir müssen bis ganz zum Anfang spulen. Und dann fällt da hier die Videokassette raus. Was steht denn da drauf? Auf der Cartridge. Irgendwas Zone. Das ist bestimmt auch ein Easter Egg, aber ich sehe es gerade leider nicht. So, Licht, komm her. Baue uns eine Brücke. Das sind doch Stimmen gerade im Hintergrund gewesen. Was steht da drauf? Irgendwas Chef 2 Hidden Chef? Kann das sein? So, stellen wir erstmal unsere Lampe auf dem Würfel ab. Und der Würfel, der denkt sich, geil, eine Lampe. Erstmal mit dem Kopf voraus durch die Wand, beziehungsweise in den Fernseher rein. Und mit diesem etwas können wir Super Silly Crow spielen, beziehungsweise wir können halt auch weiterhin nur nach rechts und nach links drücken. So, nee, Moment. Jetzt muss ich ganz kurz... Wie war das? Ach so, doch. Doch, richtig. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sammelt unser Block hier das Licht auf. Von dem ich auch beim ersten Mal überhaupt nicht erkannt habe, dass es so eine Lichtpflanze da überhaupt darstellen soll. Das war etwas unklar. Aber wir haben das Licht und können es abstellen. Hurra! Das Super Silly Crow Level. Und Super Silly Crow reimt sich ja auch fast nicht auf Super Mario. Und klingt ähnlich. Überhaupt nicht. Es war bestimmt unbeabsichtigt von den Entwicklern. Garantiert. So. Jetzt sind wir hier beim Sofa. Also, es ist schon mal prädestiniert, mein Lieblingslevel zu sein. Denn Sofa. Ich mag Sofas. So, hier fällt eine Pflanze runter. Wir müssen zuallererst unsere Lampe abstellen. Und dann den Würfel hier runter positionieren, sodass das Licht genau am Würfel vorbeifällt. Ja, das funktioniert. Dann können wir uns den Würfel zurückangeln. Komm ran, Würfelfreund. Mein achteckiger Kollege. Und wir bewegen uns hier rüber. So, hier teilen sich die zwei auf. Jetzt muss ich hier... Muss ich kurz überlegen. Das war nämlich... Wie war das denn? Ich muss... Irgendwie... Ach, jetzt... Moment.
Hier bringen wir erstmal den Würfel ran. Kann ich sie irgendwie dazu bringen? Ja, kann ich, die Lampe abzulegen. So. Dann. Sorry, das, wie gesagt, ich hab das. Ah, das muss ich erst. Ach so, ja, richtig. Ich hab das Ganze hier schon gespielt in der letzten Aufnahme, bis. Ach, ich vergesse aber wieder die Hälfte. Bis kurz vor Ende dieses Levels. Aber hier, genau, das ist nämlich die Stelle, wo ich so hart rumgefällt habe. Hier müssen wir zuerst den Würfel da positionieren, dass der Vorhang nicht über den Schalter fällt. Dann müssen wir hier den die Glocke läuten. Das aktiviert das Licht, dann können wir zurückgehen. Ich habe nämlich auch, ich habe das die ganze Zeit folgenden Schritt, also den hier habe ich jetzt nicht geschafft, die Lampe so zu positionieren, dass das Licht drüber fällt, aber nur, weil ich vergessen habe, die Lampe auf den Würfel zu stellen und der Würfel an sich ja ohne die Lampe kein Licht einsammelt. So, und jetzt. Jetzt haben wir alles. Und ich habe ungefähr die Hälfte der Zeit vom letzten Mal gebraucht. Sehr gut. Und das sind unsere Geschwister wieder vereint. Los, weg mit dem Licht. Und ab ins nächste Zimmer, würde ich sagen. Das Sofa-Level. Voll ins Gesicht. Aber Kinder, denkt immer dran, mit Lebensmitteln spielt man nicht. Auch wenn es... Nein, Star Wars kann es nicht sein. Stormtrooper hätte den Kopf nicht getroffen, aber... Auch wenn es das Nachspielen irgendwelcher historischen Schlachten mit Popcorn ist. So, was haben wir hier? Das sieht nach... Ist das das Baumhaus? Soll es das Baumhaus sein? Ich glaube, das erste sieht so nach der Planung aus und... Oder? Kann das sein? Na, werden wir ja gleich sehen. Nach diesem etwas längeren Ladebildschirm, der tatsächlich gar nicht so kurz ist. So, jetzt ist er vorbei. So. Was haben wir denn hier? Huch! Da können wir drüber laufen. So. Ah, da können wir nur drüber laufen, wenn wir kein Licht haben. Wenn ich jetzt Licht habe, dann wird es verschwinden, gell? Ja. Ah, okay. Auf der anderen Seite komme ich da wahrscheinlich auch nicht durch, wenn ich kein Licht habe, wenn da so ein dichter Nebel ist. Guck mal, da unten haben wir die Blaupausen für den Umbau des Baumhauses in eine Festung. Hehe. Hehe. Ah, okay, und jetzt kommt der Junge da auch hinterher. So, bimmel mal da dran. Jetzt kommen wir hier durch. Hier verlieren wir unser Licht wieder. Okay, hier können wir das aktivieren.
Allerdings muss ich jetzt das Licht wieder loswerden, um da oben über die Brücke zu kommen. Ich finde das so schön von den Details. Guck mal, da hängt auch so ein kleiner Plan für eine Hängebrücke rum. Hier kommen wir rüber. Hier bekommen wir das Licht, das wir... Guck mal, da hinten im Hintergrund ist auch ein Fahrrad rechts hinten. Da links ein Vogelhaus. Es hat einfach so viele schöne Details. Und wenn das Spiel wirklich nur so kurz ist, dann finde ich das furchtbar schade und sehr viel verschwendetes Potenzial. Wusch. Wir haben den Umbau fertig. Oder das Level des Umbaus. Oder ich weiß es nicht. So, das sieht doch schon etwas komplizierter aus. Da hüpft wieder so ein Würfelding herum. Aktivier das mal. Ah nee, das braucht ja trotzdem, das Würfelding braucht ja trotzdem unsere Lampe. Jetzt muss ich hier auch noch... Oh Gott! Jetzt muss ich ja auch noch aufpassen, welches Würfelding welches ist. Das ist zu viel für mich. So, ich muss nämlich dem rechten, dem hier muss ich unsere Lampe geben. Denn das kommt hier gleich an unser Licht dran. Genau. So, jetzt müsste ich halt wissen, wohin die jetzt weiter verschwinden, beziehungsweise woher die gekommen sind. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich kann hier einfach... Komm hoch! Hier die Brücke aktivieren. Kommt das nur mir nur gerade so vor, oder wird die Musik gerade wahnsinnig laut? Jetzt habe ich leider gerade kein Licht. Okay, da muss ich... Das bist du. Warum kann ich nicht weiter zurück? Ah, weil da kein Licht mehr ist. Das ist jetzt natürlich doof. Von daher würde ich vorschlagen, jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, welchem von denen wir... Wo ist denn noch eine Lichtpflanze? Mehr als die eine Lichtpflanze. Okay. Ich weiß jetzt, welcher... Das ist der, der jetzt da im Blauen badet. Der ist jetzt aber wohin? Der ist jetzt nach da unten gesprungen, oder? Nach links unten. Der hüpft da gerade unten rum. Uff, das ist grad. Okay, jetzt ist er rosa. Ist er gerade in der Mitte. Okay, es ist der rechte rosa, ne? Dem wir unsere Lampe geben müssen. Hoffe ich.
Das ist auch sehr cooles Level-Design tatsächlich. Das finde ich gerade. Ich bin gerade da voll begeistert von. Ich finde es gerade richtig cool. Ich werde es aber gleich hassen, wenn ich dem falschen Würfel unsere Lampe gegeben habe. Nein, es war der richtige. Ich meine, natürlich war es der richtige. Ich meine, ich habe ihn schließlich ausgesucht. Hehe. So, ich finde es schön, wie wir dem jetzt zugucken. Genau, da hat er rosa gebadet. Wie wir dem jetzt quasi zugeguckt haben, wie er hochgeklettert ist und nicht uns. Beziehungsweise unseren Protagonisten. Oder ist der Würfel in Wirklichkeit der Protagonist? Es ist die ganze Zeit derselbe Würfel. Ich wusste es. Es ist eine Verschwörung. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Richtig, hier das Licht reinmachen. Alles andere würde auch relativ wenig Sinn ergeben. Könnte man meinen. So, dann würde ich aber behaupten, Freunde, das letzte Level... der Baumhauswelt. Schauen wir uns dann in Ruhe in nächster Folge. In der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns bis dann beim nächsten Mal. Ich kann kein Deutsch mehr. Bis dahin und ciao, ciao.